Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal mit Lego-Steinen gespielt. Der dänische Hersteller hatte bis Ende der 70er Jahre ein Patent auf das Bausystem mit den Steinen zum Aufeinanderklemmen. Trotzdem wehrt sich Lego bis heute mit allen Kräften gegen Nachahmer. Das geht bis ins kleine Bad Lippspringe. Eine Firma von dort importiert nämlich seit 2 Jahren chinesische Bausets. Lego sagt jetzt, die chinesische Figur links im Bild sei der echten Figur rechts zu ähnlich. Seit Dezember eskaliert deshalb der Streit immer mehr. Lego-Steine sagen die einen, Klemmbausteine die anderen. Thorsten Klarhold aus Bad Lippspringe importiert Bausets des chinesischen Herstellers Qmin. Er verkauft sie nicht nur in seinem Laden in Paderborn, sondern beliefert auch 50 andere Händler in Deutschland. Jetzt fürchtet er, wurde er Lego wohl zu groß. Im Dezember schickte Lego ihm eine Unterlassungserklärung. Soll Klarhold so aus dem Markt gedrängt werden? Da gehe ich schwer von aus, dass das ein Versuch ist, wie sie es halt auch schon vor ein paar Jahren halt bei zum Beispiel Mega Blocks gemacht haben. Die waren schon mal am Markt, sind wieder verschwunden, kommen jetzt langsam wieder von der Firma Mattel, die Klemmbausteinmarke. Also es gab schon mehrere Anläufe, wo die halt gescheitert sind. Und ich sag mal, Lego versucht hier einfach, ihr Monopol zu halten. In dem Streit geht es um die Ähnlichkeit der Figuren. Klarhold ließ deshalb einige aus den Packungen nehmen, die Bilder auf Kartons austauschen. Doch der Spielzeuggigant aus dem dänischen Billund, Jahresumsatz über 5 Milliarden Euro, blieb hart. Jetzt ließ Lego vom Zoll in Bremerhaven einen Container mit für Klarhold bestimmten Waren im Wert von 60.000 Euro festsetzen. Lego hat durch diese Aktion, ob nur bewusst oder unbewusst, das lasse ich mal dahingestellt, erreicht, dass uns die Ware ausgeht. Dass wir halt wirklich nur noch das, was wir auf Lager haben, zum Verkaufen zur Verfügung haben. Und also ist es schon eine Situation, die für uns hier gerade sehr, sehr, sehr schwierig ist. Klarhold wehrt sich nun im Internet. Der YouTuber aktiviert über seinen eigenen Kanal die Fanszene. Die soll ihren Protest jetzt durch eine Spendenaktion signalisieren. Ich möchte, dass wir Spenden sammeln. Und von diesen Spenden werden wir in China alternative Klemmbausteine kaufen. Die sollen an deutsche Kinderheime gespendet werden. Dafür kamen bereits 360.000 Euro zusammen. WDR-Nachfragen zu dem Streit und einem möglichen Imageschaden beantwortete Lego heute nicht. Für Thorsten Klarhold ist das Duell David gegen Goliath ziemlich nervenaufreibend. Ja, ich bin auch fertig. Also das geht ja jetzt schon lange hin. Ich sag mal, durchschlafen tue ich schon länger nicht mehr richtig. Mein Magen, ja, Stress geht nicht an einem vorbei, das ist einfach so. Aber wenn man dann wirklich von so vielen Leuten so tolle Unterstützung kriegt, wirklich, also ich sag mal, wenn jeder vorbeikommen würde, mich in den Arm nehmen würde, dann wäre mein Pullover durchgewetzt vor so viel Zuneigung. Das ist einfach irre, das baut einen auf, das gibt einem Kraft weiterzumachen. Aufgeben will Klarhold jedenfalls nicht. Schließlich hängen an seinem Geschäft auch 4 weitere Arbeitsplätze.